Alle reden vom neuen deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz und ermutigen all jene, die sich möglicherweise für die deutsche Staatsbürgerschaft qualifizieren, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Der Doppelpass ist dann ab Ende Juni 2024 in Deutschland erlaubt. Mein Tipp an dich ist, meide die deutsche Staatsbürgerschaft wie der Teufel das Weihwasser. Und warum, das werde ich dir in diesem Video erklären. Ich weiß, die deutsche Staatsangehörigkeit mag verlockend klingen. Es ist ein sehr mächtiger Pass. Du kannst damit in sehr viele Länder einreisen. Manche sagen, der führende Pass weltweit. Deutschland ist ein großes Land, ein wichtiges Land, ein Schengen-Land. Du kannst überall in der EU mit dieser deutschen Staatsangehörigkeit leben. Natürlich hat das Leben in Deutschland auch viele Vorteile, ganz klar. Aus steuerlicher Sicht muss ich dir allerdings sagen, dass du die deutsche Staatsangehörigkeit auf jeden Fall meiden solltest, wenn du es kannst. Nun, das muss ich natürlich näher qualifizieren. Wenn du bisher eine Staatsangehörigkeit hast, zum Beispiel aus Afghanistan oder Pakistan, ja, dann ist natürlich die deutsche Staatsangehörigkeit besser. Dann würde ich keine Minute zögern, um diese zu beantragen. Wenn du aber eine ganz brauchbare Staatsangehörigkeit schon hast und vor allen Dingen, wenn du vermögend bist oder möglicherweise vermögend sein wirst, dann würde ich dir sehr stark empfehlen, über Alternativen nachzudenken als die Staatsbürgerschaft. Wenn du heute bereits in Deutschland lebst mit deiner entsprechenden Aufenthaltsgenehmigung, dann kannst du das ja auch in Zukunft tun. Überlege dir also sehr gut, warum du unbedingt diese deutsche Staatsangehörigkeit willst. Ich selbst zum Beispiel bin natürlich Deutscher, habe aber schon seit 2008 in den USA einen Wohnsitz, habe dort praktisch auch für 10 Jahre ausschließlich gelebt und ich habe nie die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen oder auch nur eine Green Card beantragt. Aus den gleichen Gründen, warum ich auch dir empfehle, die deutsche Staatsangehörigkeit zu meiden. Genau, es sind steuerliche Gründe. Nun, die steuerliche Perspektive ist natürlich nur eine sehr begrenzte Perspektive. Es gibt noch viele andere Dimensionen, die im Leben wichtig sind. Das ist mir klar. Und wenn du patriotische Gefühle für Deutschland hast oder sagst, okay, meine ganze Familie hat nun schon die deutsche Staatsangehörigkeit, ich will sie jetzt auch haben, das mögen Gründe sein, die dafür sprechen. Aber aus steuerlicher Sicht muss ich dir sagen, dass es ein schwerer Fehler ist. Und das hat folgenden Grund. Anders als die USA besteuert Deutschland zwar nicht lückenlos auf der Ebene der Staatsbürgerschaft. Das heißt, Amerikaner müssen ja immer in Amerika Steuern zahlen oder wenigstens dort eine Steuererklärung einreichen. Was übrigens für die meisten Amerikaner nicht so schlimm ist, denn die Steuern sind viel niedriger als in Deutschland. Aber wenn du Deutscher bist, dann gibt es eben auch im deutschen Steuerrecht Klauseln, die bei Wegzug dich nach Staatsangehörigkeit dann besteuern. Und das noch für 10 Jahre, nachdem du Deutschland verlassen hast. Nun, wenn du nicht groß Vermögen hast, wenn du kein Unternehmer bist, dann sind diese Dinge natürlich zweitrangig. Aber auch dann muss man sagen, gibt es schon Nachteile. Ich will dir ein Beispiel erzählen. Nehmen wir mal an, du bist Australier, du nimmst die deutsche Staatsbürgerschaft an, hast also dann die australische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Du entscheidest dich dann wieder nach Australien zurückzukehren. Du lebst schon wieder 4 Jahre in Australien und erbst dann ein Haus in Australien. Dann musst du nicht nur Erbschaftssteuer bezahlen in Australien, sondern eben auch in Deutschland. Und bei der Erbschaftssteuer gibt es leider keine Doppelbesteuerungsabkommen. Die Doppelbesteuerungsabkommen, die es gibt, decken üblicherweise die Erbschaftssteuer nicht ab. Deutschland hat nur mit 4 Staaten ein Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen, was hier dann die Erbschaftssteuer abdeckt. Ja. Das bedeutet konkret, 5 Jahre nachdem du Deutschland verlassen hast, bist du noch in Deutschland unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig. In meinem Beispiel, wie gesagt, du ziehst nach Australien zurück. Du erbst von deinem australischen Verwandten ein Haus in Australien, zahlst du also in Deutschland Erbschaftssteuer und natürlich auch in Australien. In manchen Ländern wird es noch viel schlimmer. Ich habe ja gerade gesagt, dass Deutschland nur mit wenigen Staaten ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, was die Erbschaftssteuer abdeckt. Nun, mit den USA ist dies nun der Fall.
Und ein deutscher Staatsbürger, der in die USA umzieht, ist noch 10 Jahre in Deutschland unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig. Also auch hier das gleiche Beispiel. Du bist Amerikaner und bist gleichzeitig auch Deutscher. Du ziehst zurück in die USA. Nach 8 Jahren Abwesenheit aus Deutschland, du warst nie wieder in Deutschland in den 8 Jahren, erbst du in Amerika durch deine amerikanischen Verwandten Vermögen. Du bist komplett dafür in Deutschland erbschaftssteuerpflichtig. Vorteil in diesem konkreten Fall ist natürlich, dass die Erbschaftssteuerfreibeträge in den USA sehr hoch sind. Das heißt, wenigstens wirst du hier nicht doppelt besteuert, normalerweise. Aber dennoch ist es natürlich lästig. Das Gleiche gilt auch, wenn du in niedrig besteuerte Länder umziehst. Wenn du also zum Beispiel die doppelte Staatsbürgerschaft hast und die deutsche Staatsbürgerschaft ist eine davon und du ziehst nach Dubai um zum Beispiel in ein Niedrigsteuerland, dann bleibst du noch für 10 weitere Jahre in Deutschland erweitert beschränkt steuerpflichtig. Das bedeutet, dass du in diesen 10 Jahren zum Beispiel keine Einkünfte aus Offshore-Gesellschaften haben darfst, aus Gesellschaften in Niedrigsteuerländern, aus Briefkastengesellschaften. Das bedeutet auch, dass möglicherweise Krypto noch 10 Jahre lang unter das deutsche Steuerrecht fällt. Das bedeutet auch hier wiederum, dass du noch 10 Jahre lang in Deutschland unbeschränkt erbschafts- und schenkungssteuerpflichtig bist. Und vor allen Dingen musst du noch für 10 Jahre eine Steuererklärung einreichen. Und das nur aufgrund der deutschen Staatsbürgerschaft. Ja. Und wie gesagt, Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft sind hier ebenfalls betroffen. Wie du also siehst, hat die deutsche Staatsbürgerschaft inklusive die deutsche Staatsbürgerschaft im Rahmen einer doppelten Staatsbürgerschaft viele Nachteile steuerlich für dich. Vor allen Dingen dann, wenn du vorhast, mal irgendwann ins Ausland umzuziehen, wenn du vielleicht Unternehmer bist, wenn du vielleicht auch gerne steueroptimiert im Ausland leben möchtest und dir sagst, okay, ich kann ja einfach mal hier die deutsche Staatsbürgerschaft als sozusagen Plan B Staatsbürgerschaft haben, kann ja nicht schaden, ich muss ja nicht in Deutschland wohnen. Das genau geht mit der deutschen Staatsbürgerschaft nicht. Hier bist du sozusagen noch Gefangener des deutschen Staates, 10 Jahre nach Wegzug aus Deutschland. Was gibt es nun für Alternativen? Nun, wie ich vorhin schon gesagt habe, du solltest dich wirklich fragen, ob du diese deutsche Staatsbürgerschaft tatsächlich wirklich benötigst oder ob nicht auch eine normale Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, eine unbeschränkte möglicherweise, für dich ausreichend ist. Auch solltest du vielleicht prüfen, ob du in einem anderen EU-Land eine Staatsbürgerschaft erlangen kannst. Damit darfst du dann ebenfalls in Deutschland leben. Es gibt ja etliche EU-Länder, wo du schon nach kurzer Zeit die dortige Staatsbürgerschaft erwerben kannst. Das heißt, du musst dort einige Jahre leben und dann bekommst du die Staatsbürgerschaft. Ich denke zum Beispiel an Länder wie Schweden oder auch Spanien oder auch Malta. Ja? Das heißt, du lebst ein paar Jahre dort, bekommst dann diese Staatsbürgerschaft. Diese Länder haben ja nicht so strenge Gesetze wie Deutschland. Und dann kannst du ja wiederum in Deutschland leben. Du kannst ja mit einer EU-Staatsbürgerschaft dich unbeschränkt und unbeschwert in Deutschland aufhalten, hast aber nicht dieses Damoklesschwert, welches die deutsche Staatsbürgerschaft auslöst, wenn du Deutschland wieder verlässt. Also, ich weiß, es gibt jetzt gerade einen Riesenhype um die deutsche Staatsbürgerschaft und das neue Staatsangehörigkeitsgesetz, was Ende Juni 2024 in Kraft tritt. Wenn du jemand bist, der in dieser Situation ist, rate ich dir, dich steuerlich bzw. rechtlich beraten zu lassen, was die Langzeitkonsequenzen steuerlicher Natur dieses Schrittes für dich sind. Und nur nach sehr reiflicher Überlegung würde ich dann entsprechende Maßnahmen zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft ergreifen und es ansonsten einfach zunächst erstmal aufschieben vielleicht und dann eigentlich ganz abbrechen. Aber wie gesagt, das ist natürlich deine persönliche Entscheidung. Aber jedenfalls, wenn du diesen Schritt tust, dann sei dir der Konsequenzen wenigstens bewusst und versuche vielleicht im Vorfeld schon einige Maßnahmen zu ergreifen, um hier dich abzusichern und nicht so sehr davon betroffen zu sein. Wenn dieses Thema erweitert beschränkte Steuerpflicht oder Steuerpflicht beim Wegzug aus Deutschland für dich interessant ist, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steueroptimiert aufzustellen, neues Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Es würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können.
Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.